Wenn ich jetzt sage, ja, was würdest du dir jetzt von Gott wünschen, wenn du möchtest, und er sagt, ich wünsche mir, keine Ahnung, das Gebäude zu besitzen, das ist für Gott. Ja. Ja, weißt du, die kommen zu 99% immer mit der gleichen Antwort. Ah, schon. Ja, Gesundheit zum Beispiel. Ah, wirklich? Und dann hast du nachher den Link gerade, die einzigen etwas, die ich mache, so. Haben sie gerade etwas, wo Franken, das man vielleicht nicht sieht? Junge sagen manchmal schon Geld oder so. Weißt du, kannst du sagen, weißt du, wie kannst du Beziehung haben mit dem reichsten Mann von diesem Universum? Es braucht schon immer jedes Mal eine Überwindung, weil du willst ja, dass es funktioniert. Und hast nicht immer die 100% Garantie, dass der gerade 100% geheilt ist. In der Auspeitschung hat er genau genommen, hat er alle Krankheiten getragen. Darum heisst er mir, sei 53 durch seine Striemen nur wie geheilt. Ja. Also im Prinzip, durch da ist jede Krankheit illegal und jeder Schmerz. Oder? Wir wissen, wie ein Polizist, der Tier, der muss einfach raus, der passt da. Der überlegt sich auch nicht, scheiben, was, wenn es funktioniert, wenn der jetzt nicht rausgeht. Oder? Weil der ist das so bewusst, der ist so etwas von überlegen, dem Tier. Der hat keinerlei Rechte, Tier. Oder? Aber der Polizist, der hat den ganzen Staat hinter sich. Oder? Und wer haben wir hinter uns? Hallo? Wenn es ja bei einem Polizist schon lächerlich ist, wenn der anfängt, den Schwanz einzuziehen, oder? Wie viel mehr lächerlicher ist es, wenn wir anfangen, den Schwanz einzuziehen und sagen, was, wenn es nicht funktioniert, oder? Das ist, ey, das ist jede Krankheit, das ist alles illegal, oder? Alles, was Satan macht auf dieser Welt, ist illegal. Und wir haben alle Recht, um das Zeug alles wegzuschicken. Bis es aussieht wie im Himmel. Sein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erde. Also so im Bekanntenkreis, die kommen alle schon, kannst für mich beten, kannst für mich beten, kannst für mich beten. Aber draußen auf der Straße ist es einfach so, habe ich es eben auch gesagt, so die Überwindung auf Fremde zuzugehen. Also ich bin mir eigentlich schon bewusst, dass Jesus alles getan hat. Und ja, ich glaube auch, dass es funktioniert. Aber ja, das Ansprechen, auf Zugehen, wie mache ich das? Ja, und da, genau. Das ist eine coole Frage. Da kommt dann so ein bisschen so die Ablehnung, wenn das dann nicht gleich funktioniert. Ja, es funktioniert sogar besser als die eigenen Leute. Jetzt geht es ums Evangelisieren und das ist eine ganz spezielle Gnade, die da Gott schenkt, weil es sind Zeichen und Wunder, es geht um Zeichen, weißt du? Also weißt du, er tut das Bestätigen, das Wort Gottes und das Evangelium mit diesen Zeichen. Moslem, egal von welcher Religion, ob sie jetzt glauben oder nicht, wir müssen sie eigentlich nur an den Punkt bringen, dass sie sagen, hey komm, nimm doch jetzt die Gelegenheit, es ist gratis, es kostet nicht einmal etwas. Und wenn man es immer wieder macht, schon mit den Menschen fort und so, da fällt von alleine weg mit der Zeit. Sie sagen es immer gleich, ob ich jetzt da bin oder im Alltag oder im Einkaufen, ich sage immer, ich bin unterwegs, den Menschen etwas Gutes tun. So wie die es auch machen. Spezielle Frage, ist du gerade rückgewehen? Ich muss von mir selber beten, weil ich Schmerzen habe, es geht nicht weg. Ja. Ist das denn eigentlich, dass ich nicht verstanden habe, dass die Kraft vom Heiligen Geist bereits in mir drin ist? Dass ich immer noch darauf warte, dass Jesus irgendetwas tut? Ja, genau. Das ist halt so lange bei uns eingerichtet worden, oder? Dass wir mit Gott bitten um Heilung. Aber eigentlich ist es falsch, oder? Wenn wir Gott um etwas bitten, was er schon gemacht hat, ist das nicht richtig, oder? Oder wenn wir ihn bitten um etwas, was er uns auftragt hat zu tun, oder? Jesus hat uns Jünger befohlen, geht hin und heilt die Kranken. Und wenn wir nachher zu Jesus sagen, bitte heil du, ja, das ist nicht richtig, oder? Weil er hat ja uns befohlen, wir sollen heilen. Natürlich ist die Kraft von Jesus in dir, aber wir, sein Körper ist ja nicht mehr da, er kann ja die Hände nicht mehr auflegen. Aber darum haben wir das Privileg, seinen Körper zu sein. Oder? Wir repräsentieren jetzt Jesus. Er lebt durch uns und tut jetzt die Leute heilen durch unseren Körper, durch unsere Hand auflegen. Also es geht nur ums Ergreifen, oder? Und das ist kein Druck, kein Vorwurf an irgendjemand von uns, der jetzt die Heilung noch nicht empfangen hat, weil das ist auch ein Prozess von unserem Herz, den wir müssen überzeugen, oder? Weil unser Herz ist mit so vielen Lügen programmiert worden in dieser Welt, verkehrten Gesellschaft, in der wir aufgewachsen sind, dass wir auch ein bisschen Zeit lassen, unserem Herz, um die Wahrheit, die Lügen zu überschreiben, oder? Wir müssen unser Herz überzeugen mit der Wahrheit. Und das machen wir mit dem, dass wir meditieren, das Wort Gottes nachsinnen, Tag und Nacht proklamieren, weißt? So denken, dass wir anfangen, so denken wie das Wort Gottes, weißt? Und wenn unser Herz nachher überzeugt ist von dem, was da steht, zum Beispiel 2. Korinther 5, 17. Ja. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, die ganze Vergangenheit ist ausgelöscht. Weißt, da drehe ich mich fast durch im Verstand. Weißt, der kommt da nicht mit. Oder? Aber wir müssen es nehmen wie ein Kind, oder, der sagt, okay, morgen gehen wir in Europa-Park, ich muss das Ticket nicht sehen, ich glaube an Papa. Das ist völlig selbstverständlich. Jedes Kind glaubt da. Wenn du sagst, morgen gehen wir in Europa-Park. Oder? Und so müssen wir auch zu Gott sein. Okay, du hast das gesagt, das Alte ist vergangen. Okay, obwohl ich jetzt völlig etwas anderes erlebt habe, als das, was da steht, ist völlig gleich. Ich glaube einfach an Papa.
glaube nicht meinen eigenen Gefühlen und meinen Augen traue, sondern ich traue dir mehr als meinen Augen. Einverstanden? Mhm. Genau so müssen wir leben. Ich traue Gott mehr als meinen Augen. Ja. Wenn er sagt, das Alte ist vergangen, Vergangenheit ist ausgelöscht, siehe, alles ist neu geworden. Weißt du, warum steht siehe, alles ist neu geworden? Wir müssen es mit den Herzensaugen sehen. Wir müssen es anfangen sehen. Weißt, wir müssen es anfangen nachdenken und uns das vorstellen. Meditieren, sagen wir es. Wir leben nur so viel, was Jesus am Kreuz vollbracht hat, nur so viel, wie wir im Herzen greifen. Mhm. Wir haben alles Gute, was du nur kannst vorstellen kannst, haben wir. Hat Jesus für uns vollbracht. Alles Gute. Es gibt nichts mehr zu sagen, was wir noch von Gott erbitten müssen. Im Epheser 1 steht, wir sind gesegnet mit jeder geistlichen Segnung. Es gibt kein einziges Sagen, was wir noch vom Himmel herunterbeten. Wir leben nur so viel, wie unser Herz ergriffen hat. Ja. Wir müssen unser Herz überzeugen von der Wahrheit. Mhm. Ist gut? Ja. Wie können dann Christen für Christen beten, nicht für Heilung? Ja, du kannst zum Beispiel einfach mithelfen, das zu lösen, zu ergreifen. Ermutigen, sagen, jetzt lass den Heiligen Geist fliessen. Du kannst schon einmal die Hände auflegen, ist nicht falsch. Aber du kannst auch ganz gut sagen, du hast den gleichen Geist wie Jesus auch. Du kannst jetzt den fliessen, vorstellen, wie er quillt und den ganzen Körper blutet. Und dann kannst du auch noch sagen, jetzt sprich zu deiner Depression, verschwinde jetzt in Jesu Namen Depression. Ja? Ist das nicht eine Blockade? Es ist ja immer wieder auch Leute, die frisch bekehrt sind, die können gerade am ersten Tag schon Leute heilen. Das ist heftig. Ja. Genau. Ja? Ja, das ist der Geist Gottes, der das macht. Du tust eigentlich nur deinen Körper zur Verfügung stellen. Das hat nichts zu tun mit deinem Können in dem Sinn. Du tust nur deinen Körper zur Verfügung stellen. Das Fingerli rühren oder ein Wort sprechen. Ja. In Sünden leben, noch verharren. Weißt du, zum Beispiel Süchte noch, die wir machen und so, wo wir noch nicht aufgegeben haben. Dann lassen wir einfach einen Feind Raum, um uns zu zerstören. Oder? Ja. Aber das hat nichts zu tun, du kannst genau gleich Leute heilen. Ich erlebe bei mega vielen Christen, dass sie das checken, was wirklich in der Bibel steht und dass sie geheilt werden. Also, bei einer ist es wirklich krass gewesen, die hat eine Wirbelsäule, die sich eigentlich über die Jahre jetzt ganz verhärten und sie immer Schmerzen hatte. Und sie ist noch nicht so lange im Glauben und hat es einfach ausgesprochen und der Heilige Geist ist ganz Körper durch und sie hat es nicht mehr gesehen. Und ich war auch also das erste Mal, gewesen, dass ich es auch nicht mehr gesehen habe. Und dann hat sie mir erzählt, dass ja, der Schmerz weg ist. Und das ist bei meiner Familie, bei drei Leuten passiert, die zuerst im Unglauben waren. Und nachher haben sie es auf einmal angefangen zu glauben, weil es beim ersten passiert ist. Dann haben die anderen auch mitgemacht. Und dann ist am nächsten Tag ist dann von meinem Vater noch irgendwie ein WhatsApp gekommen. Heute habe ich morgen noch Migräne gehabt, jetzt habe ich es auch weggewiesen, jetzt ist es auch gut. Und er ist so völlig im Unglauben gewesen. Ja. Richtige Lawine, die auslöst. Stell dir vor, du löst eine Lawine aus deinem Umfeld und jeder von denen, der entzündet wird, löst er drei ein. Wir können für eine Frau beten um Fruchtbarkeit. Es war voll offen, eine Inderin. Ich bin eine ältere Frau, sie hat ganz viele Schmerzen gehabt. Und das ist dann also zweimal auch weggegangen. Ganz viele Junge, die waren so offen, junge Männer, und so ganz viel sind geheilt worden. Yes, fantastisch. Ja, fantastisch. Genau. Wow. Die Frau betet ihr die Bauch weg. Ja. Also, sind wir auf Null haben. Ja. Die kam auf uns zu. Ja. Sie hat gefragt, ob ich Geld habe für die Suppenküche. Und dann habe ich gedacht, kann ich auch was für sie tun? Sie ist fast umgefallen, als sie für mein Knie gebetet hat. Was? Wieso? Sie hat so gezittert. Ah, ehrlich? Ja, und seitdem ist es jetzt viel besser. Ja. Wir haben für sie dürfen beten. Sie haben uns nachher bezeichnet, kommen die gerade von oben ab. Sie sind für uns jetzt wie Engel erschienen. Und, so. Und wir haben auch noch praktische Hilfe dürfen anwenden. Wir haben betet dreimal für sie. Und dann sagt die andere, jetzt ist mein Rücken ganz frei. Ohne, dass wir für sie beteten. Ja. Die hat auch ihre Sippe gehabt. Das ist einfach nur, weil sie das Evangelium genommen hat und ergriffen hat. Ja. Wir haben mit Christen können reden und ich habe ihnen einfach erzählt, was wirklich die Wahrheit ist und was in Jesaja steht und dass sie es wegweisen. Und sie sind einfach eher Namenschristen in diesem Fall? Oder? Nein, ich habe wirklich gläubige Leute. Ah, okay. Genau. Und der eine haben wir... Du hast das volle Evangelium noch in ihnen gesagt. Also ich habe ihnen einfach erzählt, was du uns erzählst. Ja. Genau. Und einer war mega berührt, weil er vielleicht wahrscheinlich gecheckt hat, dass er nicht aus eigenem Werk gerettet ist, sondern durch den Glauben. Er hat dann auf Arabisch, glaube ich, in seiner Bibel nachgeschlagen und gerade alles markiert. Den ganzen Bibelvers. Und hat es aber noch nicht können annehmen, dass ich jetzt für ihn bete und dass er wirklich rein ist. Aber ich habe es ihm erzählt und es hat ihn berührt. Und er wird es nochmal nachlesen. Ja. Genau. Halleluja. Ja.
dort so ganz viele Blumen gewesen. Dann habe ich Blumen gekauft. Dann sind wir, weil ich gedacht habe, ich bringe jetzt hier einfach nur Blumen. Ja, weil sie hat auch nicht annehmen können, dass Jesus Jesus ist. Und hat viel Schlechtes wahrscheinlich erlebt. Ja, Missbrauch schätzen wir da. Ja, genau. Dann ist sie an der Straße gestanden und dann habe ich ihr das Töpfchen gefragt. Nein, so gut, dass sie noch mal getroffen hat. Und sie ist sehr berührt. Sie hat zwar gesagt, nein, nein, und ich soll das nicht für irgendjemandem schenken. Und sie hat gesagt, nein, Jesus liebt dich. Und er ist der, der die Wunde kann heilen. Ja, genau. Ja, genau. Und das ist mega. Beide haben Tränen in den Augen gehabt. Und wir sind dann einfach gesagt, jetzt wünschen wir euch einen schönen Tag. Das ist genial. Mega schön. Das ist zuerst der stolze Hund. Oh, und danach ist sie weich geworden. Ja, durch das Annehmen, durch die Handlung hilft sie ihr nachher auch Gnade von Gott annehmen. Ich drücke umgelaufen. Ja. Nachher habe ich ihr eben das erzählt, dass ich es wegweisen kann, dann ist das weg. Mhm. Nachher ist sie aber mit der Krücke wieder weitergegangen und hat gesagt, ich laufe jetzt halt doch mit der Krücke weiter. Und dann hat er einen Tag später geschrieben und ich habe vermutet, dass es nachher wieder zurückgekommen ist. Ist das so ein bisschen der Unglaube, wo, wenn du nicht dann auf die Heilung vertraust oder wirklich glaubst, dass es dann halt wie die Berechtigung quasi wieder ist, dass es Schmerz einfach wieder ist. Ja, da kannst du es, ja. Er sagt ja, ich heile dich, aber jetzt du nicht mehr sündigen. Also das heisst, wenn du im Unglauben bist, dann heisst sündigen, am Ziel vorbei, weißt? Das Ziel wäre eigentlich, dass man vertraut, ich bin geheilt, das ist alles erledigt, Jesus hat das alles schon erledigt für mich. Er hat alle Krankheiten und Schmerzen getragen. Also es ist nicht richtig, wenn ich das trage, das ist illegal, ist verschwunden in Jesu Namen. Das ist meine Berechtigung, die er für mich erworben hat, die Heilung. Das wäre eigentlich das Ziel, oder? Und alles andere ist im Ziel vorbei. Das heisst sündigen, oder? Und Jesus hat gesagt, sündigen nimmst, sonst kommt der Zeug nochmal wieder zurück, oder? Das ist schon, das ist schon richtig. Das kannst du sagen, ich komm, abgeben die Krücke. Abgeben. Ja, genau. Ich tue sie manchmal in Kübel reinstecken. Lauf mal ein Zeug umeinander und hebst die Krücke, oder? Und dann merkst du schon, dass es ohne geht.